Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech Town. Ja. Ah, diese Jetpacks. Die sind übelst geil, ohne Scheiß. Man muss sich immer bewusst machen, dass man es gerade benutzt, weißt du? In der letzten Folge bin ich einfach durch die Gegend geflogen. Die ganze Zeit. Oh. Kilian, mal. Können wir ganz kurz ja. Hier. Was damit? Däum hat den Kram. Ach so, ja, okay. Ich hab den Kram. Däum, du hast was ab. Okay, lass uns in die Mine gehen. Hier, Däum. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob das Programm. Egal, guck ich unten. Ja, was? Ah, ja, du musst ja, nimm dir die Dinger, die. Ja, okay. Guck mal, das ist ein richtig geiler Tausch jetzt gewesen. 53 ist ja gar nichts. Ja, ich hab noch mehr. Wie viel kriegt man denn aus einem normalen. Oh nein, falsch geworden. Wie viel bekommt man aus einem normalen Block? Zwei. Kian, ich fang schon mal an, die Schienen abzubauen für den U-Bahn-Tunnel. Jetzt haben wir noch mehr. Ich mach mir selbst nochmal ein paar. An. Was? Ich stelle die Strippenmine wieder an. Jo. Wie viel Diamanten haben wir jetzt überhaupt? Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt noch haben. Ich habe noch oben 7 oder 8. Ah, die brauchen wir erstmal für Energy Crystals, dann für die Solardinger. Ey, warte mal, Däum, ist das richtig, was ich hier gerade mache? Das sieht irgendwie ich komisch hoffe, aus. Es für dich. Ich weiß es nicht, weil das ist irgendwie ganz komisch hier, keine Ahnung. Nein, es ist falsch. Außen dran setzen haben wir doch gesagt bei Ecken. Ach, dafür brauche ich dann genau. Die Ecken, oder? Diese Länge. Ja, das mache ich. Guck mal, ich benutze das Jetpack, um produktiv zu sein. Yeah. Nein. Sehr falsch, geil. Ah, falsch gesetzt. Scheiße. Wo ist denn, bauen. Was macht ihr jetzt eigentlich? Andi, du musst dir deinen ganzen, brauchst du nicht auch irgendwas aus dem Nether, weswegen wir 10-mal gestorben sind da drin? Nö, ich wollte eigentlich nur Kohle holen. Ich brauche nicht Kohle. So. Du bist in den Nether gegangen, um Kohle zu holen? Ja. Und dann sind wir 200 Milliarden mal gestorben? Ja. Andi, ich bin enttäuscht. Ich auch, Zan. Ich auch. Gibt's jetzt eigentlich eine Bombe, die noch extremer ist als irgendwie die Atombombe? Ja, irgendwie meinten die Wolfs wäre auch implementiert. Muss ich nochmal mal gucken. Was? Gib aber mal Bomb in der Suche ein und lies mal vor, was du findest. Nein, da findet man nix. Ich hab schon mal geschaut. Bei Bomb ist nix. Null. Nee. Gibt so. Nichts. Aber warte mal, vielleicht. Könntest du mal schreiben, ob ihr noch irgendwas Heftigeres kennt als die Atombombe? Echt mal. Gibt's ja auch irgendwas. Echt mal, sagt er. Game, bist du eigentlich mit deinem Drill unterwegs, oder? Immer. Ich benutze nur das. Ja, ich mach mir auch mal bald ein. Was ist ein Industrial TNT? Ist das irgendwie stärker oder so? Keine Ahnung. Alter, es gibt einen Transformer. Was ist das denn? Was? Transformer? Transformer, ja. Ganz sicher, dass du keinen Transformator meinst? Nein, der hieß Transformer. Oh. Warte. Kann der? Weiß ich nicht, da steht Terraformer, scheiße. Oh, wollte gerade sagen. Hey, was macht denn Terraformer? Ja, kannst du Terraformen mit. Ja, wie? Keine Ahnung. Mein Gott, Andi, diese halbkluge Old. Mein Gott, wusstest du das nicht? Damit kann man Terraformen. Ja, wie? Ja, keine Ahnung. Hauptsache erstmal richtig auf den Kacke hauen, ey. Nicht Zwergallwissen? Nein. Computer sagt nein. Andi, kommt jemand wieder mit seinem Halbwissen an. Computer sagt Redstone. Nein. Computer sagt Enderman. Wow, what the fuck? What the fuck? Och Mann, ich setze immer diese Blöcke hier falsch. Ich krieg einen Anfall. Fuck, die Turbine läuft an. Und jetzt. Oh. Das macht die Turbine. Haben wir eigentlich ein Wasserwerk? Ein Wasserrad? Kraftwerk? Nein, brauchen wir auch nicht. Die Leute haben geschrieben, das ist ineffektiv. Wir bauen uns einfach Solar Arrays. Genau, die sind ja auch ganz billig, haben sie dazu geschrieben. Nein, aber wenn man sich erstmal welche hat, dann bringen sie es richtig. Müssen wir die MV-Dinger haben. Die müssen wir aber aufs Dach bauen, ne? Ey, ganz ernst. Lander, du machst mir irgendwie Angst. Ja, warum? Ich hab Angst, dass du es die ganze Zeit verkackst. Nein, Mann, ich bin voll gut. Ich mach das richtig. So, jetzt passt's wieder. Ja. Ich hab nur diese Halbdinger-Blöcke nicht. Oh, ja, das Sounds vom Enderman, ey. Du lässt dir überall die untere Ebene weg, schon mal aufgefallen? Hä? Ja, natürlich lass ich die weg. Ich hab auch gesagt, ich mach nur zwei Blöcke, hab ich gesagt. Oh, ich setz die Kackdinger mal falsch. Das ist so, also ich finde, das ist ja geil gemacht, ne? Das klappt echt gut mit dieser komischen Voransicht, ne? Aber das ist irgendwie. Hey, was machst du? Ach, du was denn? Die Blöcke. Ja, ansonsten würde es auch einfach überhaupt nicht funktionieren. Nee, würde auch nicht, aber manchmal kommst du da echt nicht drauf klar, ey. Kian, ich finde gerade ziemlich viel Zinn, das passt.
Für die ganzen Solar Arrays. Weil wir brauchen nämlich für jedes Solar Array brauchen wir eine Batterie für jeweils einen Generator, genau. Das ist das, was du brauchst. Ja, genau. Und eine Batterie braucht vier Blei. Vier Zinn meine ich, nicht Blei. Zinn-Kohle-Batterie. Keine Ahnung, was das für Batterie ist. Nee, es ist Zink. Jetzt kriegt Däum gleich einen Anfall. Ich? Hm. Warte, ich guck gleich. Warum? Hast du Scheiße gebaut? Nö. Ja, jetzt nicht mehr. Ich hab eine Brücke gebaut. Nein, nix. Jetzt ist es vorbei, Däum. Du hättest es gerade sehen können, aber du hast dir zu viel Zeit gelassen. Guck mal, ein Ozelot. Nein! Schon in unserem Keller. Ja, das ist irgendwie so das... Die invasieren hier. Ich hab übrigens eine Katzenallergie. Eine Katzenhaarallergie. Ja, ernsthaft jetzt. Wenn ich Katzen sehe, dann kriege ich schon rote Augen. Dann darfst du gleich auf Nein-Gag gehen. Und das Geilste war, ich habe mal eine Woche im Tierheim gearbeitet und musste dann... Oh. Und musste dann den Katzendingens da sauber machen. Wieso hast du eine Woche im Tierheim gearbeitet? Ach, das ist so eine lange Geschichte. Mein Roller ist eine... Mein Roller ist damals schneller gefahren, als er durfte. Und das hat einigen Leuten nicht so gepasst. Deswegen, Liebe Kinder zu Hause, don't try this at home. Ja. Ja, Junge Andi Zander war Scooter-Tuner, der hat den gemoddet quasi. Ja, ich nicht. Ich hab den gemoddet. Ich fahr auch keinen Scooter. Andi ist auch Scooter-Tuner. Nein. Also ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass in Motorrollern und Laubgebläsen dieselben Motoren verbaut werden. So hört es sich auf jeden Fall an. Ja. Nein! Was? Oh. Was hast du getan? Es regnet. Oh, ich höre davon jemanden. Däum, hör auf, mir mal alles nachzusagen. Warum reden wir gleich? Voll schlimm. Ich hab keine. Mein scheiß Bohrer ist wieder alle. Was kann ich mir alles machen? Es gibt irgendwie so ein komisches. Solarhelm gibt's auch noch. Oder du. Es gibt auch so eine MM. Warte, das kann ich demnächst mal machen, wenn du willst. Oh, Alter, ich krieg schon wieder einen Anfall, ey. Also den Sonner höre ich unten auch unter der Erde. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Das bin ich, ich war gerade auf dem Kopf. Alter, Zander, diese scheiß Diese Kacke. Was ist? Diese Kacke funktioniert nur bei jedem dritten Mal. Ja, was? Weil. Hier, Däum! Ich habe noch Nachschub besorgt. Ey, wir brauchen, glaube ich, noch ganz viel. Ey, ganz ehrlich, sollen wir nicht noch lieber Marble Farm gehen? Weil wir brauchen wahrscheinlich noch übelst viel. Alter, ich habe mein ganzes Inventar ist damit voll. Bitte nicht. Echt jetzt? Wie viel hast du denn? Alter, scheiß Blitze. 4, 5, 6, 7 Stacks. Haben wir mittlerweile eigentlich Betten? Nein, ich sterbe jedes Mal, wenn ich sterbe. Ohne Scheiß, das können wir mal machen. Da sind wir immer wieder in diesem Dschungel auf dem Baum, wie Tarzan. Das ist richtig nervig und ich weiß nie, wo ich hin muss. Hey, du hast doch die scheiß Map, du Lappen. Ja, ich weiß. Waypoint. Oh ja, ich setze mir jetzt einen Waypoint. Wie geht denn das? Okay. Da, Waypoints. Add. Dicke Styler-Hut schreibe ich jetzt. Alter, hier ist schon wieder ein Enderman. Styler-Hut. Und. Sander, du baust nicht weiter. Ja, ich habe auch gerade meine Styler-Hut zu der Waypoint hier gemacht. Wir nicht mehr? Nee, wir haben auch nicht mehr genug Blei, aber ich mach dir gleich so ein komisches MFE-Pack, wenn du... Lab-Pack heißt das. Krise! Ey, ihr beide, ihr... Och, Mann, ey, weil die sich immer drehen bei mir, die Dinger. Warum haben wir eigentlich immer... Och, und schon wieder. Warum haben wir eigentlich immer die Kackarbeit? Du hast die komplette Ecke hier ausgelassen, du Lappen. Ich weiß, da warst du ja auch gerade dran. Echt mal. Kieler, du könntest mal helfen hier. Nee, ich wollte, Ja. Was wolltest du? Ja, genau. Ich wollte mich eigentlich nur wieder schnell verpissen. Du Sack, ey. Hau bloß ab. Hau bloß ab, ich will dich hier nicht mehr sehen. Alter, dieses Gewitter. Voll liebe. Nee, boah, Wetter. Däum, lass mal bitte unter. Ich werd nass. Und Fische mögen kein Wasser. Ich werd nass. Gut, Sander. Komm, Däum, wir gehen nach unten. Däum, komm. Wir gehen nach unten. Wir machen hier irgendwas Sinnvolles. Ich hab gar keinen Bock, nass zu werden. Ja, Fisch mit der Ocean. Was können wir hier machen? Lass hier irgendwas designen. Den ist halt aufgehört. Däums Internet spinnt gerade, glaube ich. Ein bisschen. Däum hat immer die beste Internetverbindung. Ich weiß gar nicht, was du für ein Internet nutzt. Däum, hör doch auf! Däum, hör auf damit! Wer hat überhaupt diese Bäume hier reingesetzt? Ernsthaft, die sind doch mal mega verranzt hier. So, das kommt weg. Hast du Cleanstone, Däum? Okay, Däum kann nicht reden. Da sind Cleanstones.
Sehr schön. So, dann können wir mich hier. Das ist ein Trans-Internet, ey. Das ist unglaublich. Echt, spendet für Däum. Damit ja, er sich besseres Internet kaufen kann. Nee, das liegt ja nicht daran. Bloß zu doof, den Vertrag zu wechseln. Warum? Das ist traurig. Don't ask. Naja, gut. Ist echt scheiße heutzutage, Alter. Dann bist du meistens erstmal monatelang ohne alles, weil sie es nicht gerafft kriegen. Ja, also Internet-Provider sind sowieso mal... Das Problem ist, die meisten, oder die Großen... Freunde der Menschheit. Die Guten, die Großen, also die guten Großen, sage ich jetzt mal, die können sich einfach alles erlauben. Ja, genau. Ist einfach so. Die haben einfach voll die Macht. Ja. Wenn die uns unser Internet nicht geben, dann bist du... Da gibt es übrigens eine Folge von South Park. Ja, ich weiß. Voll geil, wo das Internet auf einmal weg ist. Und, ja, und dann am Ende Router-Restart. Genau, und am Ende ist das ein Router-Restart. Kyle, der Held, hat die Menschheit gerettet. Ich weiß nicht, was Däum hier macht, aber in Ordnung. In Ordnung. Däum, du gehst mir auf den Sack! Kian, lass mal einen Verzauberungstisch bauen. Ich bin Level 22. Däum, helf mir jetzt mal hier. Und jetzt regnet das. Das geht mir so auf den Sack. Oh, Junge, das donnert sogar unter Tage. Junge. Warte mal, wie ist das denn hier überhaupt? Das ist doch scheiße hier wieder, ey. Däum, wo bist du? Ich mach mir eine Schaufel. Ach, du kannst wieder reden. Ja. Ja. Sehr schön. Und wo bist du, Kilian? In der Mine. Wo haben wir denn die Mine? Ist das die unten beim Tunnelsystem? Diese long, long, never ending one. Ja, aber ernsthaft, nochmal eine ganz andere Sache. Was ist denn jetzt überhaupt mit dem Tunnel? Wann bauen wir den überhaupt mal weiter? Wenn wir Zeit haben. Gemeinschaftsfolge. Ja, zum Beispiel. Ich finde echt, jetzt erstmal ist der Rest sozusagen wichtiger. Irgendwie mal wieder ein bisschen Fuß mit unseren eigenen Scheiß vorankommen. Ey, ich habe gerade noch 4 Diamanten gefunden. Ey, die Turtle steht hier, ne? Und die macht nichts. Kann ich dir helfen? Nö. Dann gehe ich wieder nach oben und liefere mein Zeug ab. Ich wollte gleich, wenn ich Fackeln habe, stelle ich die andere auch mal an. Double Feature. Ich erst in der nächsten Folge machen. Tanda, wo bist du hin? Ich komme jetzt gerade nach oben. Ich wollte mal nach unten gucken, wie das da aussieht. Ich will am Haus weiterbauen, aber es regnet. Ja, es regnet. Dann mach einfach Toggle Downfall. Nein. Doch. Stopp, ich sag einfach, dass die es machen sollen, dann bin ich nicht der Schuldige. Mach mal einer den Wegen Regen weg. Alter, du bist auch so ein Diva, ey. Cheaterei! Es nervt so elendig. Ah, Blitze! Warte mal, ich wollte irgendwas machen. Es ist echt. Ich verstehe nicht, was der Regen bringt. Es ist so unsinnig. Regen ist einfach das Unsinnigste der Welt. Es bringt Feeling und Monster können am Tag spawnen. Nein, sie können am Tag überleben. Aber jeder Spieler hat veräppeln. Andi, du hast eine Truhe, die Andis privater Stuff heißt, ne? Natürlich. Meinst du, an diese Truhe gehe ich jetzt nicht zuerst dran? Ja. Zander, wo ist die denn? Zander, wo ist du respektierst die denn? Mein mein Rubinschwert plus meine Kupferrüstung. Die Truhe links daneben ist aber viel interessanter. Oh, Andi, du machst mir sofort so ein verkacktes Lab-Pack. Ja, ich bin ja dabei. Ich muss bloß erstmal Creeper und Skelettflut hier durchkommen. Ah. Oh Gott. Und dieser ganze Tunnel ist verseucht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Genau. Wir brauchen noch Chopper Bricks. Chopper. Einfach, hier, ich hab hier ganz viel Kopf aus Andis Kiste einfach mal genommen. Ja, da könnt ihr ruhig rangehen, nur nicht an Andis Private Stuff. Das ist Private Stuff. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist Andis Private Stuff. Hier sind noch Solarzellen drin. Und die Schuhe, warst geil! Hier Diamanten sind die Schuhe drin, die muss ich mitnehmen. Ich hab gerade eben Diamanten gefunden. Hey, wo geht's denn hier raus? Andi, ich habe mir mal deine Static Boots ausgeliehen, ne? Vielleicht? Ja, passt schon. Hier, Zander. Du wolltest Chopper haben. Hier, in welche Richtung geht's raus? Ja, in die andere? Oh, da steht auch eine Turtle. Da gehst du auch hoch. Ich brauch diese Dingens. Raver Paver meine ich, nicht Chopper. Ah, die sind. Dafür haben wir ganz oben ganz viele. Wo sind die denn? LOL! Was ist das denn für ein verrückter Mongo-Ofen? Ja, ich weiß auch nicht, sieht aber irgendwie geil aus, ne? Der zwinkert mich an. Der sieht irgendwie aus wie der Ofen von Frau Holle. Kennt ihr den noch? Nein. Da gab's einen. Also natürlich. Frau Holle kenn ich, aber nicht den Ofen. Ja klar, da gab's einen Ofen, der das Brot gebacken hat. Wo die das Brot gebacken hat. Hänsel und Gretel. Nein. Bei Frau Holle gab's einen Ofen drin. Mein Gott, ich war früher im Kindergarten, war ich der Ofen. Bei so einer Aufführung. Ich musste nichts machen, außer die ganze Zeit an diesem Ofen zu sitzen. Das war so geil. Hier, Zander. Jo, ja. Oh, geil. Okay. Da, wo die Turtle steht, die habe ich noch nicht mal gestartet. Weil dann kann ich nämlich
Ey, du musst aber unterscheiden, Basalt ist nicht gleich Raver Paver. Ne, wie mache ich denn die Raver Pavers? Ach so. Nur ins Crafting-Feld. Genau, richtig. So, jetzt habe ich wieder Raver Paver gemacht und jetzt können wir die auf den Boden setzen. Die müssen einfach nur unten drunter gesetzt werden, ne? Ja, gib mal was. Wie splitte ich die denn? Ja, gib mir die Säge, gib mir die Dinger. Ach, dafür braucht man die Säge, ne? Dreckig, hier. Das öffnen wir beim nächsten Mal an. Deswegen habe ich auch noch gern Ärger bekommen. Oh, und wir sind schon bei 15,5 Minuten. Das heißt, die nächste Folge gibt es wieder. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Gibt es sie wieder bei euch, ne? Bei Porkchop Media. Exakt. Ja, wir haben jetzt zwar in der Folge nicht so wirklich viel geschafft, aber wir haben so ein paar Kleinigkeiten gemacht, die wir jetzt mal langsam so ein bisschen in Bewegung setzen müssen. Und zwar Wände setzen. Ich habe viel Zeug gesammelt. Und so, ja, Andi, du machst ja sowieso nichts. Du bist da unten immer nur für dich unterwegs. Junge. Ich habe gerade so viel Zeug geholt. Du bist der Grund für alle Probleme. Du bist, genau. Ja, auf jeden Fall in der vorletzten Folge warst du der Grund für alle Probleme. Oder ja, das stimmt. Folge. Das gebe ich auch zu. Ja, wir hoffen natürlich, dass es euch Spaß gemacht hat, diese Folge hier wieder zuzugucken. Und wir hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, wenn es heißt Tech Town. Und zwar bei den Jungs von Porkchop Media auf dem Kanal. Bis dahin würde ich erstmal sagen... Hört euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Da fällt mir gerade was ein. Warte mal. Nächstes Mal sage ich, bis dahin bleibt dem Kilian eigentlich nur noch zu sagen. Ja, gut, dass du es jetzt angekündigt hast. Richtig, genau. Also, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao.